In diesem Video gebe ich dir 4 effektive Tipps, wie du bessere Hooklines schreiben kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Gute Hooklines oder Melodien sind ein extrem wichtiger Bestandteil von erfolgreichen Songs. Wenn die Melodie in deinem Chorus langweilig oder vorhersehbar ist, wirst du deine Zuhörer nicht lange bei der Stange halten können. Ich gebe zu, ich selbst tue mich ziemlich schwer damit, gute Melodien zu schreiben, und vielleicht kennst du das ja auch, dass du stundenlang an so einer Hookline rumtüftelst und am Ende kommt immer noch nicht wirklich was raus, was dich überzeugt. Ich kann dir in diesem Video leider keine Zauberformel bieten, wie du Hooklines schreibst, die sofort bei deinen Zuhörern einschlagen, aber ich kann dir ein paar Tipps geben, wie du deiner Kreativität etwas auf die Sprünge helfen kannst. Los geht's! Hören wir erstmal ins Projekt rein hier. Ich habe ein Arrangement gemacht und das, was du hier siehst, Soft Saw Lead, das ist meine Melodie. Hören wir mal rein, wie das klingt bis jetzt. Okay, bevor wir loslegen mit Tipp Nummer 1, wie du diese Melodie interessanter machen kannst, noch ein kleiner Zusatztipp, und zwar, wenn ich Melodien schreibe, nehme ich grundsätzlich immer einen längeren Sound, so wie diesen, und einen Plug-Sound, also einen kurzen Sound mit nicht so einem langen Ausklang, weil es einfach besser, sich manche Techniken besser so und andere besser so testen lassen. Also der kurze Sound klingt dann so. Ja, ist genau die gleiche Melodie, nur ein anderer Sound. Jetzt legen wir los mit Tipp Nummer 1, und das ist, die Melodie einfach rückwärts abzuspielen. Ja? Und wir machen das jetzt hier nicht nur mit der Melodie, sondern mit dem kompletten Arrangement, bis auf die Drums natürlich. Okay? Das heißt, ich markiere mir jetzt alles hier, gehe in den Piano Roll Editor und drehe die Melodie und die kompletten Chords um, dass alles rückwärts spielt. In Logic geht das mit dem MIDI Transformer, in jeder anderen DAW gibt es die Möglichkeit aber auch, da musst du gucken, wie bei dir die Funktion heißt. Ich habe also hier den MIDI Transformer, ich habe alles markiert hier unten, ja, gehe in den MIDI Transformer und dann hast du jetzt hier Position umkehren. Jetzt erscheint der MIDI-Transformer hier. Jetzt musst du schauen, dass die Positionen stimmen. Also wir wollen von Takt 1 bis Takt 9.1 wollen wir das anwenden. Das ist richtig. Die Funktion für die ausgewählten Events ist rückwärts. Ich gehe also auf Auswählen und Anwenden. Und wenn du jetzt hier mal die MIDI-Regionen beobachtest, wirst du sehen, dass sich alles umdreht, dass alles rückwärts spielt. Zack, das war's schon. Und jetzt können wir mal anhören, wie das ganze Arrangement und die Melodie sich hier anhört, wenn wir es einfach rückwärts abspielen lassen. Ich finde diese Technik, die Melodie rückwärts abzuspielen lassen, ziemlich effektiv, da sie dich nicht viel Zeit kostet und sehr einfach umzusetzen ist. Und hier und da springt immer mal wieder was Brauchbares raus und du hast tatsächlich eine bessere Melodie oder zumindest bessere Teile einer Melodie. Machen wir weiter mit Tipp Nummer 2, und das ist die Inversion. Wir spiegeln die Melodie jetzt sozusagen. Für diese Technik öffne ich wieder den Piano Roll Editor, diesmal nur mit der Melodiespur. Und wie ich jetzt gesagt habe, wir spiegeln diese Melodie. Das bedeutet, dass wir angefangen beim ersten Ton hier die Intervalle einfach umdrehen. Du siehst also hier, ich habe jetzt vom ersten Ton bis zum zweiten Ton 7 Halbtöne nach unten. Ja? Was ich jetzt mache, ist, ich verschiebe diesen Ton 7 Halbtöne nach oben. 7 Halbtöne nach oben. Das gleiche mache ich jetzt hier. Ich habe jetzt also hier von diesem Ton bis zu diesem Ton 3 Halbtöne nach unten und deswegen verschiebe ich ihn jetzt 3 Halbtöne nach oben. Und so mache ich das jetzt weiter mal für die ersten 2 Takte. Okay, ich bin fertig. Ich habe also jetzt hier die Intervalle angepasst, wo es in der Original nach unten geht. In der Originalmelodie gehe ich jetzt hier nach oben. Hier ist nochmal das Original und hier ist das, was ich jetzt verändert habe, die Intervalle gespiegelt, und jetzt siehst du, dass es hier nach oben anstatt nach unten geht, also genau alles umgedreht. Und jetzt spielen wir mal fröhlich los, wie sich das jetzt anhört. Und es hört sich grässlich an, denn wenn du die Intervalle einfach verschiebst, stimmt natürlich die Tonart nicht mehr. Ja, jetzt gibt es ein bisschen Musiktheorie, da kommt es nicht drum rum. Das heißt, wir müssen jetzt die Tonart anpassen. In Logic kann ich das hier taktweise machen, das sollte in jeder anderen DAW aber auch machbar sein. Du musst jetzt also rausfinden oder einfach rumprobieren, was für eine Tonart das hier ist. Ich weiß zum Beispiel hier, dass wir hier AB-Dur haben, so rum.
Und ich weiß, dass im zweiten Akkord G-Moll ist. G-Moll 7. Und da stelle ich jetzt hier auch ein. Ja, G-Moll. Du kannst jetzt auch ein bisschen rumprobieren. Ich kann jetzt auch mal G-Moll Blues eingeben zum Beispiel. Und schauen wir mal, was jetzt rauskommt. Ob es jetzt besser ist. Das klingt jetzt schon wesentlich interessanter. Du kannst mit den Tonarten hier jetzt natürlich auch rumspielen und auf andere Ergebnisse kommen. Ich könnte jetzt hier einfach auch mal Moll melodisch nur nehmen. Ja, dann verändert er hier wieder die Töne so, dass es passt. Okay, die erste Version hat mir jetzt hier besser gefallen, aber du verstehst, was ich meine. Auch das ist eine ziemlich interessante Möglichkeit, um auf neue Ideen zu kommen, oder? Du kannst Melodien jetzt natürlich nicht nur tonal verändern, sondern auch rhythmisch. Und genau das machen wir jetzt in Tipp Nummer 3 mit dem sogenannten Rhythm Displacement. Für das Rhythm Displacement kopiere ich jetzt mal das Projekt erstmal nach hinten, damit wir am Original nichts rumpfuschen und hier gemütlich was verstellen können, Herr Mütrus, oder was anderes raussuchen können. Und ich nehme den Plug-Sound, weil der für rhythmische Veränderungen einfach besser geeignet ist als dieser Legato-Sound. Wie ich anfangs erwähnt habe, ist immer gut, mit einem kurzen Sound und mit einem Sound, der eine etwas längere Decay-Zeit hat, zu probieren. Jetzt schauen wir uns hier mal die zweite Hälfte an und ich schaue, was ich hier rhythmisch verschieben kann, denn darum geht's hier. Ich verkürze nochmal hier ein paar Noten, weil ich jetzt gleich was verschieben werde und dann können wir auch schon loslegen. Was wir machen können, was ich für eine Idee hätte hier ist, wir könnten hier nicht auf der 1 anfangen, sondern wir schieben das Ganze hier einfach eine Achtel nach hinten, zunächst mal. Ja? Und dann klingt es so. Das klingt jetzt schon spannender. Ja? Es ist nicht so langweilig, es kommt nicht alles auf die 1. Die Melodie fängt nicht immer nur auf die 1 an, sondern es ist jetzt eine kleine Lücke hier drin. Das kann insbesondere auch dann spannend werden, wenn du mit Textern zusammenarbeitest und zum Beispiel dein Text nicht richtig passt auf die Melodie oder andersrum. Ich mache das jetzt hier auch nochmal. Das Ende verschieben wir auch hier mal eine Viertel nach hinten. So, die beiden kann ich hier gleich auch noch eins nach vorne schieben. Ich mache jetzt einfach willkürlich, also denk da, arbeite nicht zu viel mit dem Kopf, sondern einfach rumprobieren wie im Sandkasten so ein bisschen. Hören wir mal rein. Ja, wir können auch die mal nach hinten verschieben. Einfach, was du denkst, was dir so in den Sinn kommt. Wir können auch den nochmal hier jetzt eine Achtel nach hinten schieben. Okay, kommt also die letzte Note hier auf den Downbeat. Ist auch eine ganz spannende Option, die Melodie wieder in eine ganz andere Richtung führt. Das Rhythm Displacement ist für mich eine der effektivsten Methoden überhaupt, um Melodien spannender zu machen. Und mir kommen dabei immer viele, viele gute Ideen. Probier es also unbedingt selber mal aus, Teile deiner Melodie nach vorne oder nach hinten zu versetzen. Und du wirst garantiert öfter mal zu einem guten Ergebnis kommen. Kommen wir zu Tipp Nummer 4, in der wir Teile der Melodie verkürzen oder stummschalten und andere Teile komplexer machen. Für diesen Tipp nehme ich auch wieder die zweite Hälfte der Melodie und die ist ziemlich busy. Also hier ist ziemlich viel los und du hörst, wenn wir gleich nochmal reinhören, dass hier das ganze Arrangement kaum Luft zum Atmen hat. Das ist ja so ein bisschen vorhersehbar, so ein bisschen langweilig einfach. Und tatsächlich die effektive Methode ist auch wie beim Arrangement selber, bei der Melodie genauso, Sachen wegzulassen, ja? Das heißt, ich nehme jetzt von diesem Takt hier einfach die letzten Töne weg und pass mal auf, wie viel Luft jetzt gleich da ist, wie viel entspannter das ist und wie schön das Arrangement jetzt atmen kann, wenn in einem Takt einfach mal nichts geschieht. Also viel besser finde ich, sehr, sehr angenehm, viel stressfreier, wenn das Arrangement mal einfach ein bisschen Luft zum Atmen hat sozusagen. Ja, du kannst es natürlich auch in die andere Richtung treiben, man kann es auch komplexer machen, wenn zu wenig los ist zum Beispiel. Ich könnte jetzt hier hinten einfach noch was einspielen. Ich spiele jetzt hier direkt über das MIDI-Keyboard einfach nochmal am Schluss mehr Noten ein. Nur als Beispiel, als Gegenteil, man kann auch mehr machen. Hören wir jetzt nochmal rein. Sehr schön.
Übrigens, falls du selbst gerade erst angefangen hast, Songs zu schreiben oder Musik zu produzieren und dir aber noch nicht so sicher bist, welches Equipment du eigentlich brauchst, wo du gute Möglichkeiten findest, Reime für Songtexte zu finden, wo du gute Musiker, Sessionmusiker buchen kannst, dann empfehle ich dir mein PDF Tipps für Musikproduktion. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir viele nützliche Tipps, die dir genau diese Fragen beantworten. Welche DAW, welche Musikproduktionssoftware ist für dich die richtige? Wo findest du Mitmusiker, wo findest du Sessionmusiker, die du buchen kannst und viele, viele weitere Tipps und Internetseiten. Also unbedingt runterladen. Unten im ersten Kommentar habe ich es dir angepinnt. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf deine Meinung. Haben dir diese Tipps weitergeholfen? Geht es dir so wie mir? Wie eingangs erwähnt, ich sitze oft stundenlang rum und tüftel an Melodien rum und das Ergebnis ist dann doch nicht so wirklich überzeugend für mich oder ich bin unsicher. Geht es dir genauso? Oder hast du das Glück, dass du einfach Talent dafür hast, gute Melodien zu schreiben und es kommt dir einfach so zugeflogen? Schreib mir das bitte unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Falls du dich für Songwriting interessierst oder wie du anfangen kannst, Songs zu schreiben, welche Methoden es gibt, dann empfehle ich dir dieses Video, da erkläre ich dir nämlich genau das. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Spanien und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!